Winter. Es ist schon heute ganz schön verrückt. Schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt versteht, aber ich denke schon. Es schneit extrem. Es ist richtig, richtig extrem schönes Winterwetter. Aber, ja, schön in Anführungsstrichen. Es ist schon fast zu viel des Guten. Aber es hat was. Ja, eigentlich wollte ich Weihnachtsvideo wieder auf dem Markt beginnen. Aber da es ja dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt gibt, wieder mal keinen Weihnachtsmarkt gibt, habe ich das sein gelassen. Und jetzt nochmal, da wo nicht ganz so stürmisch ist. Es ist schon heute ganz schön. Jetzt, wir haben heute hier Orkanböen. Und das hört man einfach. Also wie gesagt, ich habe es dieses Jahr nicht vor, ein Weihnachtsmarkt-Video zu bringen, weil mir die Stimmung einfach zu traurig, zu hoffnungslos ist. Und weil man sich wieder dagegen entschieden hat, obwohl man eigentlich gute Konzepte hatte, nämlich 1G, dass jeder getestet wird und somit dürfte ja auf dem Weihnachtsmarkt kein Corona sein. Wäre möglich gewesen, aber gut. Haken wir einfach ab und deswegen, ich möchte jetzt 2-3 Bilder einspielen, die ich schon aufgenommen hatte. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, ein längeres Video zu machen mit Aufbau. Ja, bald ist es soweit. Ein paar Wochen noch. Dann sollte auch die Baustelle verschoben sein. So, in diesem Sinne werde ich hier ein paar Tage später noch mal auftauchen. So, eine Woche später ist das Thema Weihnachtsmarkt vom Tisch. Stattdessen haben ein paar schöne Erzgebirgsvideos gezeigt, also Videos, Aufnahmen. Denn wir haben ja noch mehr zu bieten als wir unseren Weihnachtsmarkt. Und darauf freue ich mich auch schon. So, ich würde sagen, let's go. Ist das nicht schön? Der Stern. Ja, wir sind jetzt erstmal in der Stadt angekommen. Ich möchte ja nochmal eine kleine Runde gehen, aber es fängt an zu regnen. Vor uns war Sturm, wie verrückt. Und nun bei 1 Grad hässliches Wetter. Na gut, gehen wir los und fahren einmal das schöne Ziel ein. So, auf dem Markt. Inzwischen wieder mit Schnee von oben. Ja, schön ist es trotzdem, der Baum. Thank you.
Tja, ich würde sagen, da werden wir uns jetzt mal ein paar schönere Aufnahmen noch suchen. Denn es gibt ja noch mehr als diesen Wald. Ja.